Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herrlicher Sonnenschein, herrliches Wetter, der goldene Herbst ist da und der Paul ist auch da. Servus. Und zusammen werden wir jetzt mal was angehen, was wir schon lange mal machen wollten. Wir sind damals den Hexenstieg gelaufen, 2018 war das glaube ich schon. Und seitdem haben wir gesagt, wir wollen einmal zusammen den Malerweg laufen. Das machen wir jetzt die nächsten Tage. 8 Tagesetappen sind vorgesehen für die ungefähr 120 Kilometer. Wir haben höchstens 4 Tage. 8000 Höhenmeter liegen vor uns ungefähr und die heißt es jetzt zu ruppen. Wir haben es 13.30 Uhr. Wir wollten eigentlich schon vor 3 Stunden los sein. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen was aufzuholen. Herrlich, Leute. Auf jeden Fall bestes Wetter. 10 Minuten gelaufen. Wir sind hier schon mitten in so einer Felsformation hier mittendrin. Richtig, richtig schön. Wir haben uns da, glaube ich, auch die beste Jahreszeit ausgesucht für den Weg hier. Weil natürlich jetzt hier alles richtig schön bunt ist. Die Rucksäcke sind vollgepackt mit Essen. Es gibt nämlich ein Problem auf der Strecke. Und zwar werden wir wahrscheinlich an keinen einzigen Supermarkt auf den 120 Kilometern vorbeikommen. Der Vorteil ist, umso weiter wir kommen, umso leichter wird der Rucksack. Das heißt, das Ziel ist einfach, so viel es geht, so schnell es geht zu laufen. Damit wir das Essen so schnell es geht auch verbrauchen. So machen wir es. Und in dem Sinne, Abfahrt. So, mal ganz kurz hier zur Bestätigung, ne? Malerweg. 114 nach da, 2,1 nach da. Wo gehen wir lang? Leider Gottes nicht nach da. So Leute, und wer noch auf der Suche nach passender Outdoor-Bekleidung ist, sollte jetzt einmal genauer aufpassen. Revolution Race hat mal wieder eine kleine Aktion am Start. Auch bei der Wanderung ist natürlich wieder die Kleidung von Revolution Race mit am Start. Ich habe ja einmal so ein schönes Longsleeve-Shirt am Start. Gerade wenn man den Rucksack drüber hat, man das ja häufig, wenn man irgendwie Baumwollsachen oder sowas trägt, dass der Rücken extrem nass wird. Und wenn man den Rucksack dann absetzt, wenn man anfängt zu frieren oder so, ist jetzt hier überhaupt nicht so schön atmungsaktiv, leicht. Und wie gesagt, auch mit dem Rucksack richtig, richtig angenehm zu tragen. Wenn es dann aber Richtung Abend doch noch mal ein bisschen kühler wird, habe ich hier den Tornado-Hoodie mit am Start. Leichte Fließjacke mit Kapuze. Also wenn man in den Abendstunden oder in den Morgenstunden wandert, ja, schöne isolierende Schicht. Und wenn das Wetter dann doch mal ein bisschen schlechter wird, morgen soll es regnen, dann habe ich hier noch eine leichte Regenjacke mit. Und das ist echt meine Favorite-Regenjacke. Richtig, richtig schön leicht und eine komplett wasserdichte Regenjacke. Und das Coole, ihr habt es gesehen, man kann die Jacke ganz einfach in der eigenen Tasche auch wieder verstauen und somit nimmt es eben nicht viel Platz weg. Und an letzter Stelle untenrum die GP Pro Pants, schöne leichte Hose, auch hier an den Seiten, Belüftungsschlitze, schön viele Taschen am Start. Im gesamten Paket auf jeden Fall finde ich das perfekte Outfit, richtig schön leicht, atmungsaktiv, um so eine Wanderung zu starten. Wer also noch auf der Suche ist nach passender Outdoor-Bekleidung, mit AB15 könnt ihr 15% auf eure Bestellung sparen. Checkt das Ganze gerne mal ab bei Revolution Race. Links unten in der Videobeschreibung. Und wir laufen jetzt weiter. Richtig, richtig schöne Gegend. Extrem ruhig, sehr, sehr wenig Leute unterwegs. In diesen wunderbaren herbstlichen Farben hier. Einfach ultra schön. Es geht die ganze Zeit durch Wälder. Ihr seht das ja auch. Haufenweise umgestürzte Bäume und so. Richtig mystische Stimmung, vor allem jetzt in diesen herbstlichen Farben. Vor allem bis jetzt kaum Straße. Ich glaube, wir sind einmal ein paar hundert Meter Straße gelaufen. Du hörst halt auch eigentlich gar nichts von der Straße. Also wirklich extrem schöne Gegend bisher. So Leute, ich glaube, damit haben wir die erste Tagesetappe gefühlt. Oder damit haben wir die erste Tagesetappe. Wir sind in der Kernzone, betreten nur auf den markierten Wegen erlaubt, übernachten. Übernachten im Freien nicht gestattet. Herzlich willkommen in Deutschland. Naja, wir wollen ja auch laufen, also weiter geht's. Und man muss schon sagen, die Höhenmeter knallen hier wirklich anders rein. Puh, ganz anderes Level als der Hexenstieg oder so. Mhm. Ich bin sogar schon am Naschen vor lauter Höhenmeter. Ja. Mein Gott, mir sind nur die Haare schon ausgefallen. Aber der Datta ist noch nicht da. Nein, nein, Datta ist nicht da. Der braucht noch ein bisschen. Mhm.
Angekommen, kurz vor der Basteibrücke, die sich da im Hintergrund jetzt irgendwo befindet, stehen wir hier an einem richtig geilen Ausblick. Klippen. Herrlich auf jeden Fall. Da oben ist ein großes Hotel gebaut. Und ich war ja schon mal hier. Es ist eine übelste Touristenzone. Das ist leider so, na, der Nachteil, sag ich mal, an diesem Weg. Er ist halt wunderschön. Gut, viele Leute wollen hier hin. Ist verständlich. Es ist halt sehr, sehr touristisch teilweise. Hier fahren Reisebusse hoch. Deswegen ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt um kurz nach 6 hier sind. Jetzt werden wahrscheinlich nicht mehr so viele da sein. Aber zu den Hauptzeiten am Wochenende, also wo ich damals hier war, kannst du die Brücke kaum betreten. So viel ist hier los. Wundert mich eigentlich, dass sie dafür keinen Eintritt wollen. Ui, ist noch eine Ecke. Ist noch ganz cremig. Ist noch gut Strecke. Was ist denn das hier für eine Ausschweifung? Die B-Route. Hä? Nee, die B-Route ist das, wo wir ankommen. Ach so. Wir gehen im Kreis. Ach so, wir kommen da an und dann müssen wir zu Fuß noch zurück. Dann müssen wir von B noch zu A, wo unser Auto steht. Alter, das ist nochmal eine übelste Strecke. Ist schon noch ein Gewaltsmarsch. Am Ende vor allem. Nochmal 10 Kilometer oder so, ne? Da wollen wir jetzt noch nicht drüber nachdenken. Aha. Oh. Das Wichtige ist, jetzt sind wir erstmal hier vor der Basteibrücke. Und an alles, was kommt, kommt zu dem Zeitpunkt, wo es kommt. Ja, so ist es. Auf geht's. Pack mal's, auf in die Dunkelheit. So, Leute. 4-Sterne-Berghotel in der Natur. Schlafen draußen ist verboten, übrigens. Zack, so schnell sind wir auch über die Basteibrücke rüber. Ich muss wirklich sagen, jetzt das zweite Mal hier. Ich finde diesen Ort ein bisschen enttäuschend, weil du immer so viele Bilder siehst. Die sind natürlich auch schön gemacht, die Bilder, keine Frage. Aber in Wirklichkeit, das ist so dieses Instagram versus Reality Ding, ist das halt gar nicht so geil. Also es gibt übelst viele Orte, die irgendwie schöner sind hier in der Sächsischen Schweiz. Keine Ahnung. Aber ich bin sowieso nicht so der Freund von überlaufenden Touristenzielen. Nichtsdestotrotz, sehr schöner Ausblick und fast eine leere Brücke, weil wir halt jetzt um 18.30 Uhr hier sind. Paul hat es gerade auch nochmal gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt hier alles kaputt zu haten und schlecht zu reden. Wir sind ja auch hier und es ist schön, aber es ist irgendwie teilweise so gegensätzlich. Es ist ja richtig, die Natur und die Wege hier zu schützen. Viele Menschen bedeutet leider oft viel Müll und viel Fehlverhalten, aber es ist irgendwie trotzdem so gegensätzlich, hier alles zuzubauen mit niegelnagelneuen Wegen. Was ist denn hier noch jetzt richtig echte unberührte Natur davon eigentlich? Also das ist, gleicht eigentlich eher einem kleinen Freizeitpark, hier so einem Vergnügungspark. Naja, aber wie gesagt, wir sind ja auch hier, um Kilometer zu machen. Also, rauf auf die Tube, wir müssen weiter. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt schon wieder ein bisschen weiter, sind schon wieder ein Stündchen auf den Beinen ungefähr. Wir sind jetzt hier in so einer Hütte angekommen, richtig schöner Ausblick nach draußen, zeige ich euch gleich. Und ja, wir haben gedacht, wir frühstücken hier eben und deswegen zeige ich euch einmal eben, was alles hier im Sack mit dabei ist. Also der dicke Sack auf jeden Fall, das ist ja der Tasmanian Tiger Raid Pack MK2. Trinkblase ist mit dabei, beziehungsweise drin, 1,5 Liter. Isomatte ist auf jeden Fall eine Winter-Isomatte. Der Schlafsack ist der Tropenschlafsack von Carinthia. Hier ist noch ein kleines Handtuch mit dabei, Zahnpasta, Zahnbürste. Dann noch einmal zwei zusätzliche Trinkflaschen, 0,75 Liter, eine 360-Grad-Kamera, eine etwas dickere Jacke noch, die ein relativ kleines Packmaß hat, die kann man auch schön in eine Tasche stopfen. Einmal hier so ein Bundle mit einem Ersatz-T-Shirt und Ersatzunterwäsche, ein Raincover für den Rucksack, eine Regenjacke, Powerbank, Kopfhörer für die schweren Zeiten, die uns noch bevorstehen, Akkus, Speicherkarten, noch so eine kleine Campinglampe hier fürs Essen abends, eine Kopflampe, Essbesteck, Ersatzbatterien, Taschenlampe ist eher so für die Videoaufnahmen gedacht, wenn man abends noch ein bisschen filmen will, weil die ein bisschen stärker ist. Und halt Essbesteck. Hier sind auf jeden Fall noch zwei Bananen, einmal Fusilli, hier noch so eine Pastasoße. Das Rosso ist natürlich mit dabei. Haufenweise Riegel, die man überall schön zwischenstopfen kann. Y-Food, selbstverständlich hier noch eine Pulle dabei. Nochmal ein paar Nudeln, High-Protein-Brot und ein paar Nüsse und noch einmal Reis. Leute, der Motor muss geölt werden. Und in dem Sinne packen wir jetzt wieder zusammen und dann geht's auch gleich weiter. So, wir kommen jetzt von dem Felsen da ganz oben tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da hat man mal so ein Beispiel dafür, wie die Höhenmeter hier hoch und runter gehen. Also vor 15 Minuten waren wir noch da ganz oben. Jetzt sind wir halt wieder in so einem kleinen Tal mit einem Bach. Und vermutlich geht es da gleich wieder hoch auf den nächsten Berg. Beziehungsweise ich glaube, es kommt erstmal das nächste Dorf.
Wir sind übrigens, haben gestern nochmal abgecheckt, jetzt mittlerweile tatsächlich auf Etappe 3 unterwegs. Und jetzt geht es hier richtig schön auf so einen wilden Pfad wieder. Ach, Leute, ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkommt über die Kamera, aber die Höhenmeter, die klatschen schon ganz ordentlich rein. Santa Maria. Boah, es geht halt nur auf und ab, ne? Berg hoch, Berg runter durchs Tal, Berg hoch. Ja, Felix, ich habe eine Frage, und zwar, wärst du lieber ein Gockel oder drei Hähne hoch? Und dann habe ich noch eine zweite. Wärst du lieber drei Samen lang oder 14 Bäume tief? Ich drehe mich im Kreis, herum. Leute, das sind die wichtigen Lebensfragen, falls ihr euch fragt, worüber wir uns unterhalten den ganzen Tag. Genau darüber. Das Ding ist, und das haben wir gestern schon gesagt, wie schnell tatsächlich wieder der Punkt eintritt, wo die Gedanken, die man hier hat, nichts mehr damit zu tun hat, mit denen, die man sonst hat. Und das Ding ist, alles, was wir von uns geben, während die Kamera läuft, ist gar nichts zu dem, was wir von uns geben, wenn sie nicht läuft. Was würdest du sagen? Umso länger man unterwegs ist, umso mehr ist es ja so, dass zumindest auf der Tour, wie wir sie laufen, und wenn wir Fahrradtour machen oder so, umso mehr entfernt man sich so von diesen ganzen Sachen, die man in der Zivilisation macht. Würdest du sagen, diese Wahnsinnszustände, die dann teilweise auftreten, sind quasi unser Normalzustand? Das heißt, wir sind in der Natur, und umso länger wir in der Natur sind, umso normaler werden wir? Oder verlässt uns unser Geist eher? Ich würde da ganz klar, da habe ich eine klare Antwort. Ja? Ich glaube, der Geist findet zu uns. Ich glaube auch. Ja. Was aber heißen würde, dass wir kernwahnsinnig sind. Ja, wirklich. Ich glaube wirklich, dass der Mensch grundwahnsinnig ist. Im Kern seiner selbst. Was meint ihr, Leute? Der Wahnsinn oder unsere Ursprungsform? Auf jeden Fall ist das hier wirklich gerade alles wieder Natur in ihrer absoluten Ursprungsform. Und das ist wirklich wieder sehr schön gerade hier. Soeben haben wir Altendorf durchquert und damit sind wir jetzt offiziell auf der vierten Etappe des Weges unterwegs. Wir haben ja schon erwähnt, dass unterwegs keine Supermärkte und so sind. Trinken war jetzt relativ knapp. Deswegen haben wir uns gedacht, klingeln wir einfach irgendwie bei Anwohnern oder so, fragen mal nach, ob die wissen, wo man entweder was kaufen kann oder ob es uns eben ein bisschen Leitungswasser auffüllen kann. Hat ja eigentlich, denke ich, jeder eine funktionierende Leitung zu Hause, und so ein bisschen Leitungswasser zu entbehren, sollte man meinen. Jetzt klingeln wir tatsächlich beim ersten Haus, wo wir gedacht haben, okay, hier können wir mal fragen. Macht eine Dame auf. Wir haben gesagt, wir laufen den Malerweg, und dann hat sie erstmal gesagt, und warum klingeln sie dann hier? Naja, wir wollten fragen, ob sie vielleicht wissen, wo man Wasser käuflich erwerben kann, oder ob sie vielleicht uns eben hier eine Trinkflasche vollfüllen können. Das wäre super lieb. Ja, nö. Nö. Habe ich gefragt, ob sie keine funktionierende Leitung hat. Hat sie gesagt, nee. Gut, wer weiß. Vielleicht stimmt das auch. In dem Zug war die Tür auch schon wieder zu, ja. Vielleicht stimmt es auch, und der Klempner ist gerade dabei, die Leitung wieder zum Laufen zu bringen. Aber es hat sich nicht so danach angehört. Naja, dann haben wir auf jeden Fall beim zweiten Haus, da hat es dann geklappt. Da war eine alte Dame, die hat sofort gesagt, hier, wartet eben. Dann kamen noch zwei dazu, die dachten wahrscheinlich, dass wir der Oma irgendwas verkaufen wollen. Die Oma hat uns gleich noch zwei Äpfel aus ihrem Garten mitgegeben, also die war wirklich super, super lieb. Ich glaube, die hatte auch gar keine bösen Gedanken, aber da sieht man mal wieder, leider, wie sehr irgendwie viele nur an die Negativität des Menschen denken. Also die gehen ja gleich scheinbar davon aus, dass man den irgendwie was Böses will oder verkaufen will. Und ja, irgendwo kann man es auch verstehen heutzutage bei den ganzen Maschen, die es gibt. Aber irgendwie ist das doch leider ein sehr trauriges Zeichen, was recht viel über die Menschheit generell so aussagt, oder? Naja,
Grüße gehen raus an die liebe Omi, die dieses Video wahrscheinlich niemals sehen wird, weil sie nichts mit dem Internet zu tun hat. Aber die Äpfel lassen wir uns auf jeden Fall schmecken. Und Wasser ist auch wieder aufgefüllt. Oh. So Leute, wie ihr seht, Regenklamotten sind am Start, Raincover für den Rucksack. Es geht weiter in den Wald und zu den Schrammsteinen. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört? Wir kommen jetzt wieder in einen relativ wilden Teil der Sächsischen Schweiz. Du hast hier halt sehr, sehr viele Gegenden und Wald, der einfach der Natur überlassen wird. Also fällt der Baum um, bleibt er liegen. Ja? Klar, wenn jetzt irgendwelche großen Bäume den Weg versperren, werden die auch weggeräumt, aber der Wald wird halt eigentlich in seiner Ursprungsform so gelassen. Und das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und diesen wilden Teil, den haben wir jetzt vor uns. Irgendwie passt das Wetter ja aber auch richtig geil hier hin, oder? In die Berge, dieses Roughe mit dem Nebel und so. Und wenn man erst einmal den Punkt überschritten hat und sagt, hey, jetzt bin ich eh nass, dann fängt es eigentlich erst an, Spaß zu machen, weil man den Gedanken dann nicht mehr hat, dass man irgendwas schützen muss, was noch nicht nass ist. Manchmal muss man sein Hab und Gut einfach aufgeben, damit man hier den ganzen Spaß genießen kann. Kleines Päuschen, es regnet noch. Rucksäcke stehen da unter so einer kleinen Felskante. Hier machen wir jetzt eine ganz kleine Pause. Eigentlich auch die erste Pause heute, ne? Ja. Wir haben uns noch gar nicht vernünftig mal hingesetzt. Nein. Und irgendwie mal angehalten. Kurz die Brote. Kurz ein Brot gegessen, stimmt, das haben wir gemacht. 10 Minuten. Ja. Jetzt ist es 20 vor 6. Wir gucken mal auf die Kilometer. Ihr seht sie zuerst. Ja, exklusiv. Exklusiv seht ihr die jetzt vor uns. Ja. Ich sage, wir sind bei 52,7. Ich hätte jetzt auch 49 irgendwas gesagt. Okay. Klein bisschen enttäuschend. Ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Tag vor uns. Das heißt, wir waren bei 23,5, jetzt sind wir bei 45,6. Also man kann es mit keiner anderen Tour bis jetzt vorher vergleichen. Oh. Zeitlich, kilometertechnisch, es geht nicht, weil das sind ganz andere Dimensionen hier mit den Höhenmetern, ja. Muss man sagen. Das hier ist übrigens der Apfel von der Omi und der wird sich jetzt genehmigt hier. Boah! Mmh. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so einen leckeren Apfel gegessen. Ehrlich. Oh, der kommt bestimmt von ihrem eigenen Apfelbaum. Wenn die Oma wüsste, was sie uns damit jetzt für eine Freude bereitet hat, ne? Ja, das sage ich dir. Ich wünsche dir alles Gute, wirklich. Alles. Mmh. 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 Ja, wir laufen hier auf jeden Fall immer noch in der übelsten Felsformation rum. Richtiger Nebel aufgezogen, leichter Regen. Bisschen spooky, ne? Ja. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Wir brauchen noch ein paar Kilometer auf der Uhr. Es hilft alles nicht. Wir schauen auf jeden Fall mal, wie weit wir noch kommen, wie weit wir noch machen und dann sehen wir uns später. Ach Leute,
Wir haben es 10:30. Sind schon wieder eine Weile unterwegs. Es regnet in Strömen. Wir ballern hier wieder Berge hoch. Im Matsch. Alles tut weh. Aber es geht weiter. Leider Gottes will der Kopf oft einfach in der Komfortzone bleiben. Und sich lieber mit irgendwelchen angenehmen Tätigkeiten die Zeit vertreiben. Wobei das nicht unbedingt immer die Sachen sind, oder selten sogar die Sachen sind, die uns wirklich gut tun. Wenn wir uns irgendwelchen Sachen dann zu Hause ablenken, auf dem Handy dauernd hin und her runter und hoch scrollen, weil es eben für kurzfristige Befriedigung sorgt. Sondern sich mal bewusst auch unangenehmen Situationen stellen. Das ist halt auch so einfach zu sagen, okay, heute regnet es, jetzt gehe ich nicht raus, mache ich nächste Woche. Ach, jetzt ist Herbst, lass uns das mal lieber im Sommer machen. Ach, jetzt ist es zu heiß. Lass mal lieber dann Richtung Herbst machen. Das ist ein Prozess. Wenn man den anfängt, wird man ihn nur schwierig wieder verlassen können. Ganz, ganz schwierig. Weil der Kopf sich auch einfach daran gewöhnt. Wenn du einmal Ausreden findest, wirst du sie immer und immer wieder finden. Und es wird immer einfacher, neue Ausreden zu finden, irgendwas nicht zu machen. Aber man muss es einfach tun. Weil es am Ende so unglaublich viel gibt. Der wunderbare Regen hier gerade. Einfach mal genießen. Einfach mal aufgeben, dass die Sachen jetzt alle nass sind. Scheißegal, na und? Was soll denn jetzt passieren? Jetzt sind sie halt nass. Auch diese Zeit wird vorübergehen. Der Regen wird davonziehen und die Sonne wird wieder scheinen. Alles wird wieder trocknen. Und danach wird es irgendwann wieder regnen. Und alles wird wieder nass werden. Das ist einfach der Kreislauf des Lebens, Leute. Es klingt so einfach und so blöd. Aber irgendwie macht es was, wenn man das so verinnerlicht hat, dass man einfach nur noch wahrnimmt. Ja, das sind so Dinge, die kannst du auch gar nicht erklären. Das funktioniert nicht. Die musst du tun und erst dann wirst du sie richtig begreifen. Wenn du merkst, was passiert, erst dann begreifst du sie richtig. So wie es aussieht, sind wir jetzt irgendwie am großen Winterberg. 500 Meter wieder, ungefähr hoch, Höhenmeter. Ich habe auf jeden Fall richtig Durst, trinken ist komplett leer. Aber, ach, ich habe es ja vorhin schon mal so erwähnt, solche Touren sind immer irgendwie so eine Art Selbstfindung auch mal wieder. Zu Hause, man hat so viele Gelüste um sich herum. Hast du Durst, trinkst du sofort. Hast du Hunger auf irgendwas Süßes, holst du es dir vom Kiosk und isst es sofort. Das heißt ja nicht, dass man das nicht machen darf oder soll. Aber irgendwie, es vernebelt den Geist und irgendwie den Blick aufs Wesentliche, auf die ursprünglichen Sachen, auf die einfachen Sachen. Weil man gar nicht in die Versuchung kommt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Weil man es ja auch nicht muss. Und das ist das Schöne an diesen Touren. Dass man an diesem Punkt irgendwie mal so wieder ein bisschen hinkommt. Und nicht gleich alles vor der Nase hat, sondern auch mal ein bisschen Verzicht üben muss, bis man es dann vielleicht wieder hat. So. So sieht's aus. Servus. So Leute, wir sind im wunderschönen kleinen Dorf Schmielka angekommen. Hier wachsen sogar Palmen, wie man sieht. Ja, hier kommt die Schmielka-Schokolade her. Hier kommt auch die Schmielka-Schokolade her. Hier geht's übrigens jetzt gleich nämlich rüber mit der Fähre. Und dann befinden wir uns quasi auf dem Rückweg. Wobei, das könnte man auch von Anfang an schon sagen, dass wir vom Anfang an auf dem Rückweg waren. Oder man könnte es auch nie sagen, dass wir immer auf dem Hinweg sind. Ja. Übrigens, was gefällt dir besser? Das Wort Taunus. Taunus ist in Ordnung. Was sollst du gerade sagen? Ich wollte nur sagen, dass falls jemand zwei neue Kniescheiben verkauft, ja, ich würde davon zumindest eine kosten. Ja, es ist aber auch kein Scherz. So ist jetzt normal aufgestanden. Ja. Ja. Jetzt bin ich normal aufgestanden. Jetzt gehe ich ein paar Schritte, um das mal auszutesten, wie es gerade ist. Ja, aber es ist wirklich kein Scherz. Es geht weiter und wir haben leider böse Vorahnungen in uns. Wir haben uns nämlich schon dabei erwischt, das werde ich noch nicht sagen, wie wir uns selbst gesagt haben, mehrmals, was wäre denn, wenn wir heute durchlaufen?
Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn dieser Satz ausgesprochen ist, es meistens auch geschieht. Das Lustige ist, dass ich den Gedanken heute direkt nach dem Aufwachen schon hatte, ihn Paul mitgeteilt habe und er ihn auch schon hatte. Naja. Rucksack ist drauf und jetzt geht's erstmal weiter. Liebe Leute, wir sind im Kurort Gorisch angelangt. Und so langsam machen sich tatsächlich größere körperliche Defizite bemerkbar. Das Wetter hat sich geändert, tatsächlich. Der körperliche Zustand allerdings auch. Der Wandel des Lebens ist in vollem Gange, kann man auch sagen. Aber das Wetter kann auch wieder schlecht werden und der Leib, dem kann es auch wieder besser gehen. Was sagst du zu der Aussage? Dem Leib kann es nicht mehr besser gehen. Da bin ich wirklich ernsthaft überzeugt, aber das Wetter könnte schlechter werden. Naja, wir haben uns jetzt mal eine etwas größere Pause gegönnt. 5 Minuten. Und gleich geht's weiter. Denn ich denke, die Entscheidung ist tatsächlich gefallen. Wir müssen heute durch. Und mit müssen meine ich nicht müssen, sondern müssen. Das ist alles nicht erklärlich, Leute. Das muss auch nicht jeder verstehen. Aber so ist es. Jetzt sitzen wir hier an der Bushaltestelle in Gorisch. Gleich sind wir wieder woanders. Over and out. Bis später, Leute. So, im Hintergrund läuten die Glocken von Königstein und die läuten für uns die Nachtetappe an. Mittlerweile ist es halt einfach nur noch laufen, nur noch funktionieren. Ich habe es mal in einem anderen Wandervideo gesagt, es gibt die 5 Phasen des Wandermanns. Es fängt an mit der Euphorie, juhu, es geht los. Dann irgendwann kommt der Punkt realisieren, wo man ja, sich langsam darüber bewusst wird, was man hier eigentlich macht. Punkt 3 ist hinterfragen, warum tue ich das eigentlich? Punkt 4, verfluchen. Alles und jeder nervt und ist scheiße, bis hin zu Punkt 5, Akzeptanz. Einfach zu realisieren, es ist jetzt so, wie es ist und ob ich mich jetzt querstelle oder nicht, es wird nichts an der Situation ändern, es muss einfach weitergehen. Ich akzeptiere den Ist-Zustand vom Schmerz und werde eins mit der Straße. So, das war jetzt vermutlich die letzte Aufnahme in der Nacht, im Hellen. Für uns geht es jetzt weiter rein in die Nacht. Aktuell haben wir es 18.15 Uhr. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Oh, so Leute, ein Weilchen später fragt mich nicht, was das jetzt hier ist. Es gibt quasi Reste essen. Es ist Reis mit Pesto Rosso und dazu gibt es ein bisschen Eiweißbrot. Paul ist schon am Mampfen. Köstlich. Wie schmeckt's? Es schmeckt lecker. Würzig, mediterran, ja. Aus fernen Ländern, ganz himmlisch. Das haben halt auch viele, viele Hände aus fernen Ländern zusammengetragen. Er hat zusammengestellt. Damit du es jetzt hier unter dieser wunderschönen Papaya essen darfst. Der Wahnsinn. Auf 4 Beinen. Weil wir laufen mittlerweile auf 4 Beinen. Ja, jeweils. Weil uns 2 neue noch gewachsen sind. Wir haben 4 Beine und 13 Arme pro Mann. So, während wir wieder zusammengeräumt haben, hat mir uns noch ein paar interessante Fragen über das Leben gestellt. Und Paul hat dann noch folgende Frage. Ich würde dich gerne fragen, würdest du lieber beim Reden Brot spucken, das die ganze Zeit so wie bei einem Toaster, das so rauskommt, oder alternativ beim Reden Wasser einatmen? Würde ich ja sterben. Du müsstest beim Reden dauerhaft immer wieder Gluck. Du müsstest das so unterbrechen. Du wärst dann so ein Gluckser. Dann würde ich Brot spucken. Ja? Ja. Dass die ganze Zeit, ja, wenn du Termin beim Amt hast, spuckst du die ganze Zeit Brot gegen diese Corona-Wanne. Ja? Ja. Okay, du würdest aber nicht sterben. Dein Körper könnte Wasser einatmen beim Reden. Aber das klingt total gurgelnd. Ich nehme das Brot. Okay. Ja. Boah. Boah. Was ist das? Von oben so stöhnen. Das ist so furchtbar. Ah. Was ist deine Meinung zur Treppensituation? Nix. Unten treffen wir uns wieder.
Ach, ihr könnt euch nicht vorstellen, Leute, was das hier nur noch für eine Veranstaltung ist, ehrlich. Ich denke mal, wenn das hier irgendwelche Nachbarn hören, die hier wohnen, dann denken die, hier gehen irgendwelche Besoffenen vom Feiern nach Hause. Ach, keine Angst, es ist nur der Wanderer. Die geben eigentlich nur noch quälende Laute von uns ab und existieren. Kämpfen uns die Straße weiter entlang, selbst die Laternen sind hier gerade ausgegangen. 12:30. Sonst sind wir immer witzig drauf und machen Scherze, auch wenn die Kamera aus ist, untereinander. Das ist vorbei. Hier ist gar nichts mehr witzig. Abschließende Worte, weil wir sind gleich bei den Autos. Geile Selbstherausforderung mal wieder gewesen, um an die eigenen Grenzen zu kommen. Jetzt freue ich mich einfach nur noch aufs Dachzelt gleich. Vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit essen. Ein Kopfkissen. Mein Gott, ich habe ein Kopfkissen im Auto. Ist das was Schönes? Und Leute, lasst euch eins gesagt sein. Wenn ihr solche Touren macht oder dabei seid, sowas mal machen wollt, messt euch nicht an anderen. Macht euer Ding. Wenn ihr nicht so viel schafft, dann ist es nicht schlimm. Wenn ihr mehr schafft, dann seid ihr auch nicht besser. Jeder misst sich an seinen eigenen Maßstäben und es sollte einfach nur die Herausforderung sein, wenn dann, sich selbst zu übertreffen und an den Sachen zu wachsen. Das ist das Wichtige. Also, achtet auf euch. Paul, möchtest du noch was sagen? Gar nichts, oder? Ich sag eigentlich schon die letzte Stunde nichts mehr. War eine coole Zeit. Das war eine schöne Zeit. Die war's. Da ist der Kahn und in dem Sinne würde ich sagen, die letzten... Mein Lieber, das hier. Ja, ja, mein Gott. Also, unfassbar. Wer hätte das gedacht? Wir haben noch Scherze gemacht, als wir hier standen. Wenn wir wieder ankommen, wie wird sich das wohl anfühlen? Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da. 2 Übernachtungen. Ungefähr 115 Kilometer. Aber tausende Höhenmeter. Ich glaube, mehr wollen wir nicht sagen. Es wurde alles gesagt. Leute, ich liebe euch. Kuss geht raus. Schaut auch gerne mit Paul vorbei. Daumen hoch. Daumen hoch. Für weiter solche geisteskranken Aktionen. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.